So, von Issey Miyake, Fusion de Issey, so nennt sich der Duft. Kauf dir diesen Duft, wenn du einen frischen, männlichen Duschgel-Duft suchst, der eine Kokosnote hat. Dann ist das dein Duft. Ich habe ihn mir gerade eben nochmal aufgesprüht. Ich will euch ein paar Sätze zu dem Duft erzählen. Wir fangen an mit einer kleinen Beschreibung und den Duftnoten. Den habe ich mir bei Parfumo besorgt. Parfumo verlinke ich euch natürlich unten in der Beschreibung. So, der Duft wird beschrieben als frisch synthetisch. Das ist ja die Parfümeurin und die Inhaltsstoffe. So, da unten steht noch die Bewertung. Und dann ja, will ich euch ein paar Sätze dazu sagen, wie ich das Ganze empfinde. Also, ich habe es eingangs schon gesagt, es ist ein für mich frischer, männlicher Duschgelduft. Erstaunlicherweise sieht sogar der Flakon scheinbar so aus wie so eine Duschgelflasche, der eine Kokosnote hat. Also die Kokosnote ist meiner Meinung nach präsent. Man könnte fast sagen sehr präsent. Also man riecht es auf jeden Fall raus. Ihr müsst euch das so vorstellen, als hättet ihr ein gutes Duschgel, ein frisches, gutes Duschgel mit einer schönen Kokosnote. Ich habe schon mal eins gerochen, das war Guess 1981 Indigo. Das hat auch eine sehr, sehr präsente Kokosnote, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Ich bin eigentlich ein Fan von Kokos. Düften, aber gerade jetzt so für den Sommer, aber also der Guess 1981, der hat mir überhaupt nicht gefallen, also da war die Kokosnote sehr sauer und das ist hier nicht der Fall. Also hier ist, die Note hat schon einen gewissen Anteil, der so einen leichten säuerlichen Geruch hat. Aber der wird durch die Süße in dem Duft sehr gut ausgeglichen. Also mir gefällt der gut. Wie gesagt, eher Frühling, Sommer. Eher was so für jeden Tag, würde ich sagen. Schön frisch geduscht. Duschgelduft, leichte Kokosnote. Sommer, Strand, Frühling. Schöne Jahreszeit, Eis essen gehen und so weiter. Also da sehe ich diesen Duft hier auf jeden Fall. In den Abendstunden eher nicht. Dafür wäre er mir jetzt persönlich zu frisch. Aber ansonsten ist es also ein sehr gelungener Duft meiner Meinung nach. Den man nicht, also wo es jetzt von meiner Seite überhaupt nichts zu kritisieren gibt. Die Haltbarkeit kann ich euch leider jetzt nicht so genau sagen, weil ich den Duft noch nicht so ausführlich im Langzeittest irgendwie hatte. Normal mache ich das, hier habe ich es jetzt irgendwie versäumt. Vielleicht trage ich es noch nach, mal gucken. Aber also ich habe ihn drauf gemacht und ich habe ihn gut wahrgenommen. Das waren 3-4 Stunden, dann habe ich es nicht mehr großartig beachtet. Also ich weiß nicht, ob er noch viel länger auf der Haut wahrnehmbar ist. Aber ich gehe davon aus, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er eine normale Haltbarkeit hat von 6, 7, vielleicht sogar 8 Stunden. Weil also ich habe 4 Stunden auf jeden Fall gut wahrgenommen und alles andere wäre eigentlich enttäuschend und gibt es auch fast nie. So sieht die kleine Probe aus. Ansonsten kann und brauche ich euch zu dem Duft nicht viel sagen. Also Issey Miyake ist relativ bekannt auch. Schöner männlicher Duschgelduft, frisch mit einer Kokosnote. Wenn du sowas suchst, wie gesagt, ist das dein Duft. Da kannst du zuschlagen. Und wenn du vorhast, dir den Duft zu kaufen, dann nutzt bitte auch meine Affiliate-Links, die ihr unten in der Beschreibung findet, dann ergibt das alles ein bisschen Sinn. Und ihr habt keine Nachteile, ich bekomme eine kleine Provision und alle sind zufrieden. Ansonsten
liked mein Video, teilt mein Video, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Duft findet. Vielleicht können wir eine kleine Diskussion lostreten und ihr kennt das Spielchen. Bis zum nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao.